Guten Abend allerseits hier im Dortmunder Westfalenstadion. Ich schätze mal im Moment knapp 35.000 Zuschauer. Das entspricht nicht ganz der Erwartungshaltung des BVB, der im Übrigen Aufstellungssorgen hat. Denn der Mannschaftskapitän ist nicht dabei, Michael Zorc. Er fehlt wegen Verletzung und hier haben Sie die Aufstellung. Sie kennen die Namen alle. Bemerkenswert ist, dass Horst Köppel 3 Ausländer einsetzen darf im UEFA-Pokal. Sergej Gorlukovic, der als dritter Mann ja oft die Bank drücken muss. Murdo McLeod, dem hier gegen Bochum das erste Bundesliga-Tor gelang. Und vorne Flemming Paulsen, der auf ein solches Tor seit 6 Wochen wartet. Frank Mill wieder dabei, wie schon in Bremen. Das ist das Aufgebot von Borussia Dortmund. Und der Gast vom Chemnitzer FC hat ebenfalls Probleme, denn der Star Rico Steinmann ist nicht dabei. Er hat gestern hier trainiert, aber sich sehr stark zurückhalten müssen. Und deswegen wollten die Chemnitzer dieses Risiko nicht eingehen. Tritt die Eckstöße links wie rechts. Und da war der Flemming Paulsen um Millimeter an einem wichtigen Tor vorbeigeschlagen. Hier sehen Sie nochmal die Wiederholung. Schön verlängert. Weiter McLeod. Thomas Helmer. Ja, die Chemnitzer versuchen sehr früh zu stören. Vierter Eckball für Dortmund, vierter Eckball für Rummenigge. Helmer. Das wird ihm gut tun in der Rolle des Ersatzkapitäns. Er, der am Anfang als Libero so schlecht aussah, aber schon in Bremen Formsteigerung verriet. Hier sehen Sie es nochmal. Geschickt verlängert und dann ist der Libero völlig frei. Frank Mill hat da den Ball verlängert. Und Thomas Helmer macht das 1:0. Wunderbar. Auch das x-mal geübt, gestern noch im Training hier an gleicher Stätte. Jetzt hat es geklappt. In der 20. Minute geht Borussia Dortmund gegen Chemnitz mit 1:0 in Führung. Und da war Gorlukovic dran. Und das ist Thomas Frank. Zweimal Thomas, zweimal Michael. Das ist Michael Rummenigge. Kein Abseits. Aber noch ein Eckball, der fünfte jetzt. Vorne sehen Sie Martin Driller, der sich da gerade zur Kamera umschaute. Einer der Reservestürmer. Und Horst Köppel wird sicherlich schon so ein bisschen erleichtert sein. Ein frühes Führungstor ist ganz wichtig. Michael Schulz, abseits Helmer, der offensivste im Moment. Michael Lusch, wieder ein Fleißarbeiter, schade. Wollte Paulsen anspielen, Mill! Herrlich gemacht!
von Frank Mill. Fast wie im Training. Und dieser Frank Mill, der hatte gestern noch gesagt, wenn wir hier 2-0 gewinnen, dann sind wir in der zweiten Runde. Aber dazu fehlt ja noch ein Tor. Neben der Eckfahne. Köhler. Ja, gut gemacht. Und das war ein Schuss, der sich sehen lassen konnte. Ulf Mehlhorn. Auch er einer aus der jungen Garde der Chemnitzer. Hier sehen wir das nochmal. Da sieht die Borussenabwehr nicht gut aus. Aber Teddy de Beer passt auf. Wieder Mehlhorn. Heidrich. Ja, jetzt kommen sie etwas besser ins Bild. Keller. Schöner Flankenwechsel. Köhler. Vielleicht haben die Gäste aus Sachsen jetzt erst so allmählich ihre Hemmungen abgelegt. Letzten zwei, drei Angriffe konnten sich durchaus sehen lassen. Rummenigge. Helmer. Er ist ja einer der ganz starken Kopfballspieler im Team der Borussia. Nicht nur hinten, sondern auch, wenn er sich in den Angriff einschaltet. Das war vielleicht die letzte Aktion vor der Pause. Noch wenige Sekunden, dann sind hier 45 Minuten um. Groß Anlass nachspielen zu lassen, hat der spanische Unparteiische nicht. Ja, der Pfiff, den Sie da hörten, wenn Sie ihn gehört haben, der kam hier aus der Haupttribüne. Lusch. Schulz. Der Libero Barsico, damit gestrecktem Fuß, aber das wird nicht mehr geahndet. So ein bisschen 30 Sekunden über die Zeit hat er spielen lassen. Dann ist Halbzeit im Dortmunder Westfalenstadion. Borussia Dortmund führt im UEFA-Pokal gegen den Chemnitzer FC durch das Tor von Thomas Helmer mit 1-0. Ja, das ist der Hans Meyer, ein Riesenkerl. War früher auch mal Assistent des damaligen Auswahltrainers Georg Buschner. Michael Rummenigge. Jetzt wartet er, bis Michael Schulz mitkommt. Hoch wäre besser gewesen. Naja, Junge, reg dich da nicht so auf. Kopfballabwehr von Seifert, der als Ersatzmann eigentlich auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Jetzt Golukovic. Frank! Und der Gegenzug der Chemnitzer. Schön gespielt auf Köhler. Günter Breitzke des Trainingsanzugs entledigt. Aber achten Sie auf Heidrich und Bittermann. Mein lieber Mann, das hätte es gewesen sein können. Ganz knapp am Tor vorbei, dieser Schuss von Thorsten Bittermann. Auch er ein offensiv eingestellter junger Verteidiger. Das müsste den Dortmundern, hier sehen wir es nochmal, Warnschuss genug gewesen sein. Fehlten allerdings 2 Meter am Tor.
Schulz. Rummenigge wird festgehalten. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Richtigerweise. Bei der Pause. Rummenigge, jetzt kann es machen. Das war Pech. Und da hat er sich wehgetan. Kann aber weiterspielen. Schauen Sie sich die Szene bitte nochmal an, liebe Zuschauer. Gute Chance für Michael Rummenigge. Aber er wird natürlich auch gestört. Und da hätte Schmidt keine Chance gehabt. Jetzt geht Teich eine kleine zeitliche Zugabe. Lang wird es nicht mehr gehen. Schulz vor Bittermann. Das kann es sein. Wunderbar. Von McLeod gespielt. Mill. 2:0. Ja, der Frank Mill schießt in diesem Jahr entscheidende Tore. Und in diesem Jubel der Dortmunder mischt sich eine ganze Portion Erleichterung. Wunderbarer Pass von Murdo McLeod, das wollen wir nicht vergessen. Und gut, wie Mill hier den Ball abschirmt und das Tor macht. Er ist der Matchwinner. Erinnern Sie sich, er verlängerte den Eckball von Rummenigge zu Helmers 1:0 in der 20. Minute. Und in der 92. Minute erzielt Frank Mill, der Senior der Borussia, hier nochmal wunderschön zu sehen, unhaltbar für Schmidt, das 2:0. Meine Damen und Herren, in der 90. Spielminute. Und das ist der Schlusspfiff des guten, konsequent leitenden Schiedsrichters Antonio Martin Navarrete aus Malaga. Borussia Dortmund schlägt im Hinspiel der ersten Runde um den UEFA-Pokal 90-91 den Chemnitzer FC durch die Tore von Helmer in der 20. und Mill in der 92. Minute mit 2:0. Hat damit eine, ich würde schon sagen, ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel heute in 14 Tagen. Damit verabschiede ich mich von hier und gebe nochmal runter zu Klaus Schwarz.